Herzlich willkommen Leute, das sind die Fortnite News. Mein Name ist Obito und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, eine Woche Fortnite ist wieder rum und wir gucken, was ich alles getan habe mit dem Update von gestern, mit dem Patch 7.3. Die Vereisergranate ist gekommen. Ich habe sie hier im Inventar, wir werden sie mal testen. Da haben wir schon jemanden, den können wir direkt mal die Granate gönnen. Jawohl, haben wir geholt. Wunderbar. Die neue Eisgranate ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so eine Fusion halt zwischen der Eisfalle und einer Impulsgranate. Wie ihr seht, die Gegner werden so ein bisschen weggeschleudert. So, die beiden haben wir geholt. Sehr schön. Wie gesagt, die werden durch die Eisgranate ein bisschen weggeschleudert und die Füße vereist. Das Ganze hält 7 Sekunden lang an, der Effekt. Ich denke mal, da kann man ganz coole Gameplays mitmachen. So, der wollte uns, der ist direkt wiedergekommen und wollte uns mit dem Granatwerfer holen. Und da gab es den 72er Headshot. Sehr schön. Mit dem Update 7.3 in Fortnite wurden 4 Gegenstände entfernt, oder besser gesagt, 4 Waffen wurden entfernt. Das ist zum einen das Burstgewehr oder Salbengewehr. Das letzte, was noch im Spiel war. Also jetzt nur noch ganz normale Sturmgewehre am Start. Keine Burst mehr. Dann wurde die Heavy Pump entfernt, weil es einfach von allen Schrotflinten die schlechteste war vom Schaden her und halt kaum noch gespielt wurde. Aber macht auch nicht so viel, wir haben ja noch die beiden anderen Schrotflinten. Und zum anderen, hier seht ihr es schon, ich habe schon eine mit, hier noch eine. Und zwar haben wir jetzt die Silence MP und die andere Maschinenpistole wurde entfernt. Ist eigentlich nur Unterschied im Schaden und in der Schussrate. Die vorherige MP hatte eine schnellere Schussrate, dafür weniger Schaden. Und jetzt das Ganze halt andersrum. Eine geringere Schussrate, dafür machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ja, den holen wir uns noch. Zack, Nummer 1, Nummer 2, sehr schön. Oh, und da wurden wir von hinten geholt. Ja, dann die Bordsniper wurde auch entfernt. Und ich würde sagen, das ist auch jetzt nichts Weltbewegendes. Wir haben immer noch die Bordsniper mit dem Schalldämpfer und von daher, die macht ein bisschen weniger Schaden als die alte, aber das ist auch nicht so schlimm. Und dann soll noch eine Änderung kommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, das Lagerfeuer ist auf jeden Fall optisch schon mal verändert worden. Ist ein bisschen größer, sind auch jetzt die Holzscheite in der Mitte gestapelt und wenn es ausbrennt, sind die weg. Und da ja auf der ganzen Battle Royale Karte überall Lagerfeuer verteilt sind, soll man da wohl mit einem späteren Update diese entzünden können und sich dann dort heilen, ohne dass man irgendwelche Lagerfeuer vorher eingesammelt hat. Also sozusagen als kleine Spots zum Heilen, wenn man wirklich einfach mal nichts an Medikits oder Verbänden mit hat. Denke ich mal, das wird ganz witzig und gucken wir mal, wann das kommt. So, dann kommen wir noch zum Kreativmodus. Das ist ja so das Wichtigste für mich. Und da hat sich auch einiges getan. Wir haben ein paar neue Elemente dazu bekommen. Hier einmal die Herausforderungsgalerie. Das heißt, hier sind zum Beispiel Puzzle oder Münzen. Das kommt mir gerade echt gelegen, denn ich versuche ja eine neue Herausforderung, eine neue Map zu erschaffen. Und da werde ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen rumprobieren und machen, was da so alles Neues geht. Dann hier die Arctic Base Elemente. Sind auch 6 Stück dazugekommen. Richtig cool, kann man natürlich jetzt echt auf den Frostmaps auch richtig loslegen. Oder auch, wie man hier sieht, die sind ja nicht schneebedeckt, kann man auch auf den normalen Inseln schön was bauen. Man hat auf jeden Fall jetzt mal eine andere Dachform mit dabei. Wie hier zum Beispiel bei dem Hangar. Oder hier diese leicht abgeschrägten Ecken. Oder leicht runden Ecken, das ist schon ganz cool. Es freut mich auf jeden Fall immer am meisten, wenn sich hier was tut. Und dann ist hier auch noch die Windmühle, glaube ich, mit irgendwo dazugekommen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die hier gleich sehen. Hier haben wir auf jeden Fall die Musikblock-Galerie. Ja, da macht jeder Block, macht da einen anderen Ton. Ich glaube, das werde ich jetzt auch direkt mal mit einbauen. Hier die Spotlights, Beleuchtungsgalerie. Da könnt ihr jetzt echt richtig ausrasten. Kreativmodus ist echt mega cool.
Und hier haben wir genau, hier haben wir die Windmühle noch mit dabei. Das ist für den Bauernhof neu gekommen. Ja, das sieht schon mal alles recht cool aus und ich glaube, da lässt sich einiges machen. Hier die einzelnen Elemente vom Arktik. Oh, hier sind auch ganz neue Sachen dazu gekommen. Die werfe ich gleich mal hin, dann können wir mal kurz durchgucken. Es wurden noch einige Veränderungen, so Fehler behoben und. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, ich verlinke euch unten einfach mal die Patch Notes und da könnt ihr euch einlesen, wer sich da noch etwas schlauer machen möchte. Rettet die Welt hat sich ja auch einiges getan. Okay, das sind hier Bilder oder Flatscreens. Sieht aus wie Flatscreens. Okay, das ist richtig cool. Auch alles aus der Arctic Base. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz im Kreativmodus zeigen, was alles Neues gekommen ist. Und ja, ansonsten gibt es noch für alle Mobile Gamer, iOS und Android jetzt die Controller-Unterstützung. Also könnt ihr da jetzt an euer Handy euren Controller verbinden und dann schön über Handy oder Tablet mit eurem Controller zocken. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr öfters mal reinguckt und habt den Kanal noch nicht abonniert, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr das heute tun würdet. Ihr unterstützt mich auf jeden Fall auf meinem Weg zum Creator Code. Ansonsten gibt es nicht allzu viel Neues. Wie gesagt, das waren die Sachen im Battle Royale und im Kreativmodus, die mich so am meisten interessiert haben. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, hoffe ich konnte euch hier mit dem Video helfen und informieren. Wer da nochmal genaueres wissen will, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal die Patch Notes. Da könnt ihr euch selber nochmal alles durchlesen. Das waren die Fortnite News. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, euer Obito.